Durch den Tod des FU-Studenten ohne Sorg nahm die für heute Vormittag auf dem Parkplatz vor dem Henry-Ford-Bau angesetzte Protestversammlung der Studenten gegen einen Beschluss des Akademischen Senats einen anderen Verlauf als vorgesehen. Erregt diskutierten die Studenten den Tod ihres Kommilitonen und machten auf Spruchbändern und Plakaten die Polizei für diesen Zwischenfall verantwortlich. Der AStA-Vorsitzende Häusermann sagte, die Polizei hätte den Versuch gemacht, den Mord an ohne Sorg zu rechtfertigen, indem sie ihn als einen Rädelsführer bezeichnet habe. Am Autobahnkleber Zehlendorf nahmen die Berliner Studenten Abschied von ihrem Kommilitonen. Theologieprofessor Helmut Gollwitzer sprach zu den Studenten und segnete den Sarg mit den sterblichen Überresten Benno Ohnesorgs ein. Gollwitzer bezeichnete Ohnesorg als einen Repräsentanten der großen, tiefgreifenden Bewegung, die heute die deutschen Studenten erfasst habe und die von der älteren Generation und den Trägern der politischen und akademischen Behörden kaum begriffen werde. Dass Differenzierungen eintreten können und die Studenten selbst erkennen, dass kleine Gruppen unter Missbrauch des Rechts der Demonstrationsfreiheit diese Freiheit und damit auch die Freiheit der Studenten gefährden. Wenn es in dieser Stadt unmöglich werden sollte, Gäste aus Westdeutschland und aus dem Ausland zu empfangen, wie es unter zivilisierten Menschen selbstverständlich ist, dann können wir uns in Berlin selbst aufgeben. Herr Senator, können Sie aufgrund Ihrer Ermittlungen bestätigen oder dementieren, dass in der scharfreundlichen Gruppe vor dem Rathaus sich iranische Geheimpolizisten befunden haben, was also von Persern behauptet wurden? Insbesondere jene, die zu den Stöcken gegriffen haben und geschlagen haben. Ich kann dazu nichts sagen, das muss selbstverständlich mit überprüft werden. Ich habe das also gestern im Laufe des Tages gehört. Die Polizei hat nach den mir vorliegenden Berichten darüber keine Erkenntnis, das muss aber selbstverständlich geprüft werden. Vor der 14. Großen Strafkammer des Landgerichts begann heute früh der Prozess gegen den 39-jährigen Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras. Dem Beamten, den Rechtsanwalt Gerd-Joachim Roos verteidigt, wird vorgeworfen, am Abend des 2. Juni während der Anti-Schah-Demonstration vor der Oper den 26 Jahre alten Studenten Benno Ohnesorg durch einen Schuss aus seiner Dienstpistole fahrlässig getötet zu haben. Pünktlich um 10.30 Uhr verlass Landgerichtsdirektor August Michner das Urteil. In der Urteilsbegründung, die 50 Minuten dauerte, stellte er fest, dass das Gericht nicht widerlegen konnte, dass der Angeklagte, bevor der tödliche Schuss gefallen sei, von Demonstranten umringt, bedrängt und misshandelt worden sei und dass Kurras den Schuss, der den Studenten Benno Ohnesorg tötete, in starkem, durch Schreck und Angst verursachten Affekt abgegeben habe. Mein Verteidiger ist für die Presse zuständig. Hat in allen Punkten das Urteil Ihren Erwartungen entsprochen? Nun, Herr Kurras wurde freigesprochen. Ein Mangel an Beweisen, Freispruch gibt es nicht mehr. Ich finde, er ist rehabilitiert.